Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Live. Ich bin Keule, wir fahren ein bisschen mit meinem i50M, einen ja, aktuellster Zehner, ein aktuell neuester Zehner. Und wir sind auf Geisterstadt gelandet, in dem Zehnergefecht mit 89 Unterstützung. Ist als Überbrückung gedacht, dass die Wartezeit zum nächsten Video nicht so lang wird. Gibt es hier ein ganz kleines, kurzes, eingeschobenes. Ja, 60 dp im Gegnerteam, ein E3 im Gegnerteam. 705er. Man könnte mit dem jetzt theoretisch in die Stadt fahren, da gibt es tatsächlich her. Aber wir werden eher außen herum. Denn auch der Leopard 1 wird eher außen herum fahren. Und es ist besser, wenn wir auf dem direkten frontalen Kampf auf dem treffen, als dass der uns jedes Mal die Seite flackt. Denn dafür ist er schnell genug und dafür ist er genau genug. Das würde ich gern umgehen. Diesen Unsinn. Keine Artillerie, jede Menge TDs. Wie gesagt, ein E3, ein Switzwang 103.0, zwei Skorpionen und ein T28 Broad. Broad. Kann man relativ weit nach vorne fahren. So. Jafuter da oben. Kann da jemand draufballern? Gibt schon den ersten. 50 Panzer, Kampfpanzer 50T. Den fahren wir hinterher. Ne, den fahren wir nicht hinterher. Skorpion G ebenfalls da oben. Ah, dann müssen wir bald hinterher fahren, es wird nicht anders gehen. Nehmen wir den einen mit. T54, dann freut er sich, dass er mitspielen darf. Da gibt es das Skorpion auch mal eine. Seine Freunde, da ging daneben. Das Trittswagen ist ebenfalls da oben. Und zwar da. Blind einen reinhalten. Die 28 Bot geht da drüben auf der Seite auf. Jetzt können wir uns ein bisschen auf die Seite bewegen. Und ihm da das Leben schwer machen, wenn es geht. Punkte Beweglichkeit hat er eigentlich keine Schwächen. Dafür, dass er so schwer ist. Ist doch nichts. Er hat getroffen wenigstens. Das dritte ist offen. Jetzt kann jemand drauf schießen, wenn er möchte. Beispiel uns aufs Tritzi. War natürlich eine blöde Aktion hier rauszufahren, aber was soll man machen? Geht trotzdem in Ordnung. Wir müssen die Flanke ein bisschen räumen. Es geht nicht anders. Wir müssen hier die Flanke räumen, Digga. Keiner schießt da zurück, das gibt's doch nicht. Wo seid ihr denn eingeengt? Stritzwagen schießt auf mich. Pennen alle. Alle. Wir werden doch nicht das Spiel abgeben, oder? Was steht denn da hinten? Boah. Ist das ein 268 Version 4? Das steht hinten. Da nochmal blind an rein, das hilft ja nichts. Ich glaube nicht, dass ich die treffe. Sagt, man muss von dem einen oder anderen Panzer vielleicht mal verlangen, dass er seinen Job macht.
ist mit Sicherheit zu viel verlangt. 50 T wird gleich rausgehen. So, ich habe meinen gemacht. Hinter mir geht nichts weiter. Irgendwo steckt der Borask. Ziehen wir uns hier mal ein bisschen zurück. Versuchen wir das Trittswagen mal von der Seite aufzumachen. Vielleicht hat ja irgendjemand Lust, auf den zu schießen. Der Feuerwehr wird funktioniert. Jetzt das mit dem Aufmachen. Da hat zumindest noch mal einen reingesetzt. Keine Ahnung, ob der getroffen hat, aber Blindshots gehören dazu. Zumal man hier eigentlich genügend Wilson dabei hat. Und dann kann man das schon mal machen. Die 268 Version 4 hinten noch Full Life, ja. Nichts von dem, gar nichts. Da nochmal einen rein. Bleibt doch genau in der richtigen Position stehen, nämlich ziemlich weit hinten. Es ist unglaublich, wie feige manche mit einem der besten Panzer und mit einem der besten TDs auf Stufe 10 unterwegs sind. Könnte auch seinen hässlichen Kadaver einmal nach vorn bewegen. Macht aber nicht, interessiert mich. Spielt den aus der zweiten Reihe. Unglaublich. Dann hier hochfahren, da drüben einen reinsetzen. Jetzt hat nichts. Immer noch Full Life. Ich weiß nicht, ob der überhaupt Schaden gemacht hat. Die Kanone ist ja nicht unbedingt die genaueste. Das dürfte bekannt sein. Aber ich kann hier halt auch nicht raus und mir jedes Mal eine einfangen. Ungefähr da müsste er sein. Gehen wir VE. Da können wir sicher Schaden machen, wenn wir das möchten. Boah, es geht irgendwo hin. Nein, noch nicht. Ja, das ist echt nervig, wenn gewisse Leute wirklich nur hinten lauern. Ein Gegner muss natürlich angreifen. Das muss man mit dazu sagen, das ist seine Aufgabe. Hier anzugreifen, wir müssen nur verteidigen, mehr oder weniger. Es steht 8 zu 8, es laufen noch 2 Minuten. Und das ist gerade, wenn man im 2-Stufen-Unterschied unterwegs ist, ist das extrem gemein. Wenn es halt nicht so läuft, wie man das gerne hätte. Ich versuche trotzdem mal, dass ich ihn hier oben irgendwie in Position bringe. Schuss drauf zu erhaschen. Bin aufgegangen? Nö. Hab ich auch gerade gesehen. Ist ja nix. War auch nix, mein Freund. Mit Heat. Abgeprallt. Zeit läuft runter, Gegner hat ja keine Chance. Vielleicht nochmal hier unten langkommen, um mir
meinen finalen Schuss einzuschenken, aber ich glaube nicht, dass sich da einer raustraut. Das Ding geht gleich ins Nirgendwo. Das heißt, wir gewinnen hier. Wird nochmal blind irgendwie versucht reinzuhalten. Aber ihr müsstet eh noch durchkappen. Alle zu zerstören wird eh unmöglich sein. Ja. Was soll's? Kann sich keine Mühe geben. Weiß nicht, ob ich blind was getroffen habe. 1503 Schaden habe ich gemacht. Insgesamt, vielleicht habe ich einen angebracht, höchstens. Mehr ist es nicht. Ne, gar nichts. Gar nichts. Stritzwagen S3. Kritischer Schaden. Einmal die Kette getroffen, das war's dann auch. Und einmal nicht Panel, okay. Dreimal die Kette getroffen. Also ich habe ihn schon erwischt, aber halt keinen Schaden gemacht. Ich würde sagen, ich hänge noch eine Runde hinten dran. Einfach weil es Spaß macht. Auch wenn das gerade eher eine Mauerrunde war. So, Preisziergewicht. Damit kann ich natürlich deutlich mehr anfangen. Und ein Reno, ein E5, ein Heavy, T57 Heavy und ein E7. Das sind so die schweren Kaliber. Auf die werden wir nicht treffen, denn ich fahre in die Medium-Linie. AMX-50B hat im Zug zwei Stück, okay. E100 und ein E5 bei uns, okay. Na gut, mal schauen. Leopard 1, Badgett 25 Tonnen. Ein Artinor und ein EBR 105. Ich würde mir fast vorstellen, ja, so wie ich es mir gedacht habe, einer von den 50B, vielleicht sogar der zweite, die fahren hier links lang. Das heißt, wir könnten, wenn wir hier genug Druck aufbauen, und unten die H- und J-Linie hält, den Gegner direkt auseinandernehmen. 50B, wenn er ordentlich gespielt wird, ist das ein absoluter Megapanzer. Ähnlich wie der Kranwagen, wenn der ordentlich gespielt wird, ebenfalls ein richtig starkes Gerät. Aber man muss halt, wie gesagt, ordentlich spielen. Wenn sie durchziehen, fahren wir hinterher. Ziehen durch. Gibt es eine von mir? Gleich mal weggerummelt alles, was hier rumfuhr. Hier war eins da rum. Gibt es noch eine von mir und wir rommeln direkt auch gleich hier drüber. Bald. Und hier gibt es eine. Ja, Kette gezogen und Schaden gemacht, aber der fährt direkt weiter. Egal, ist trotzdem raus. Der ist raus. Und wir fahren hier runter und pflücken uns den Medium auseinander. Also wenn man sich wirklich einig ist, kein Auto eben und schon bin ich raus. Also nicht raus, aber... Dank fürs Zielen lassen. Aber ist schon gemein. 6 zu 3. 1800 Schaden gemacht, 1900 gescoutet, 420 geblockt. Noch nichts abbekommen. Irgendwo steht die Artillerie. Alte Kirschkernspucke und da drüben haben wir einen Patton. Da kriegt einer von mir. Es ist unglaublich, wie genau die Kanone ist. Macht wahnsinnig viel Spaß. Da ist die Arti. Kann irgendjemand draufhalten? Gibt es eine drauf? Ich dürfte gleich die Arti hier einschlagen. Ne, die hat schon. Die hat schon geschlagen. Schlagi hat wieder zugedockt sozusagen. Fahr weg. Wollen wir uns? Jawohl. 2600 Schaden. Nein, liegt es natürlich nicht an mir, dass wir jetzt hier so eine geile Runde fahren.
sondern an uns allen. Das würde ich mal direkt so unterschreiben. Voraus, voraus, voraus. Ja, voraus, fahr weiter. Fahr doch weiter. Ach, Typ. Ist nicht lustig. Abgeprallt. Ja, da muss ich leider anschieben. Das hilft nichts. Kette gezogen. Fährt trotzdem weiter. Heidewitzka. Jetzt müssen sie sich in zwei Richtungen verteidigen. Ein sogenannter Zwei-Fronten-Krieg. Gibt es nochmal was von mir? Knapp 3000 Schaden. Jetzt fallen wir quasi über die her. Hier gibt es noch eine drauf. Und wir rammen ihn mal. Es geht. Nee, geht nicht. Schade. So. Wissen, was ist noch übrig? Einer steht oben. Keiner fährt nach unten. Jetzt noch eine oben drauf. 3800 Schaden. Jetzt wieder normal zielen, wenn es geht. Mal ein Kill Nummer 2 und 4009 Schaden insgesamt gemacht, 1170 Schaden geblockt und 1976 aufgeklärt. Fine. Könnte ein Einser sein. Vielleicht. Oder ein Zweier. Er wird ja aktuell wieder recht gut gespielt. Es ist ein Einser geworden. Was für eine Überraschung. Da wenden wir wieder an. Wir sind auf Platz 1 gelandet. Und wir haben 61.000 plus gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Feine Runde, ich bin recht zufrieden gewesen. Das soll es erstmal von mir gewesen sein. War so ein kleiner Einschub, wenn ich ab und zu mit dem spiele. Ich mag den extrem gern. Ich spiele nicht besonders gut, aber mit dem habe ich so meine lichten Momente. Das wissen wir alle. 3 Siege habe ich heute bei 9 Gefechten, das ist wirklich absolut mau. Das bei einer 6700er Wertung. Da ist die Wertung schon deutlich höher als meine normale. Nämlich die liegt bei 5500 oder sowas in der Dreh. Also bin ich schon deutlich besser. Und alles geht nach mit grünen Pfeilen nach oben. Ne? Also überall deutlich besser. Aber das soll nicht drüber hinwegtäuschen. Das war ein Einser. Das war keine üble Runde. Das soll es für mich gewesen sein erstmal. Wenn es euch gefallen hat, würde ich wie immer draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich wie immer eure Keule. Macht's gut und ciao.